Profitänzerin Oana Nikiti feiert nach 5 Jahren ihr RTL-Comeback bei Die Verräter und hat richtig Bock zu gewinnen. Also meistens ist es halt so, dass die Menschen, die mich nicht kennen, mich massiv unterschätzen. Die denken, ach, die rassige, rothaarige Tänzerin, die ist halt laut und ha 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 und so weiter. Aber die wissen gar nicht, was für eine Tiefe noch bei mir drin ist. Vom Ehrgeiz gepackt hat Oana sich fest vorgenommen, es bis ins Finale zu schaffen. Ich bin im Hotelzimmer angekommen, ich habe mich installiert, meinen ganzen Koffer ausgepackt und danach dachte ich, vielleicht hätte ich vielleicht nur ein T-Shirt im Schrank reinlegen müssen. Aber ja, ich hoffe, dass ich das bis zu Ende durchziehen kann. Ihre Strategie, auf ihr Bauchgefühl statt auf andere zu hören. Ich glaube, man darf sich selbst nicht verlieren. Man darf nicht so überall so mitmachen halt. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen bei seinen Urinstinkten bleiben. Und meistens ist es halt so, dass man so instinktiv eigentlich die besten Antworten hat. Aber es ist halt schwierig, wenn alle Stimmen dir irgendwas anderes sagen. Und wenn sie es schaffen, einen zu überzeugen, dann entsteht so schnell eine Gruppendynamik. Und wenn man da sofort mit auf den Zug springt, das kann gefährlich werden. Deswegen, ich glaube wirklich, die Hauptaufgabe ist, bei sich zu bleiben. Welche Rolle, ob Verräter oder Loyaler, Oana lieber hätte, das erzählt sie uns noch. Jetzt blicken wir erstmal zurück auf ihre Karriere. Die gebürtige Rumänin wird 2013 als Profitänzerin bei Let's Dance bekannt. Ihr erster Promi damals, Partysänger Jürgen Milzki. Stein. Jetzt war sie ein Stein. Ich konnte dich gar nicht bewegen. So. Ich habe mir noch nie von einer Frau was sagen lassen. Ich habe immer so mein Ding gemacht. Das ist schon eine harte Nummer, auch für mich, mich unterzuordnen bei einer Frau, die nur 3 Jahre älter ist wie meine Tochter. Die damals 25-Jährige schafft es mit ihm immerhin auf Platz 6. Mit Dschungellegende Erik Stehfest 3 Jahre später sogar auf den 4. Platz. Privat tanzt Oana seit 13 Jahren mit Profitänzer Erich Klann. Die beiden haben 2 gemeinsame Söhne und arbeiten als Tanzlehrer. 2018 tauscht Oana das Let's Dance-Parkett gegen das Jurypult von DSDS. Es ist unheimlich spannend und ich bin sehr, ich weiß nicht, warum ich so ruhig bin. Also das wundert mich total. Ich habe die ganze Zeit, den ganzen Tag gewartet auf so einen Adrenalinkick. Ich dachte, ich mache mir richtig in die Hose einmal, aber irgendwie gar nicht. Jetzt bei Die Verräter ist Oana nicht ganz so entspannt. Meine größte Angst ist, dass ich am ersten Tag sofort ermordet werde. Das ist so meine größte Angst, weil ich weiß, dass ich auffällig bin, ich bin auch laut und weiß ich nicht. Könnte vielleicht so ein bisschen gefährlich dann halt so wirken. Das würde mich fertig machen. Das möchte ich nicht. Aber wäre sie gerne loyaler oder möchte sie die anderen hinters Licht führen und lieber Verräter spielen? Es ist natürlich, finde ich, auch spannend, weil beide Rollen sind gleich schwer. Also als Verräter hast du natürlich super schwierige Aufgabe, aber als Loyale ebenfalls. Vor allem, wenn du ein guter Loyaler sein möchtest, ja. Und falls ich ein Loyaler werde, werde ich auf jeden Fall mich bemühen, so die anderen, sag ich mal, guten Loyalen irgendwie im Spiel zu behalten. Man braucht natürlich schon die Menschen, die auch so einen guten Menschenkenntnis haben, die Menschen, die reflektiert sind, die Menschen, die einen guten Gespür haben, die braucht man. Nicht nur so, sag ich mal, ja ganz plump so die Mitläufer. Auf welche Rolle hättest du denn mehr Bock? Also beide Rollen finde ich spannend, aber richtig Bock hätte ich auf jeden Fall, Verräterin zu sein. Weil es einfach, glaube ich, es ist ein größeres Angebot. Du bist ja im Prinzip dauerhaft so, nicht unter Strom, sondern du hast schon dauerhaft so ein Gefühl, dass du mit dir trägst irgendwie. Und das, sage ich mal, immer so ruhig zu behalten, das ist natürlich eine ganz andere Aufgabe. Und ist natürlich auch spannend, was passiert zwischen den Verrätern untereinander. Also da kann auch sehr viel passieren und kann, wie gesagt, unheimlich viel entstehen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oana wird übrigens auch auf ihren ehemaligen Let's Dance-Kollegen Massimo Sinato treffen. Ob sie in einem Team spielen, wird sich zeigen. Also ich habe mir schon gedacht, dass irgendeiner von Let's Dance hier dabei sein wird. Ich wusste natürlich nicht, ob es ein Profitänzer sein wird oder ein Promi-Kollege oder ehemalige Teilnehmer. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl gehabt, dass irgendjemand von Let's Dance werde ich hier kennen. Und es sind einige, die mal bei Let's Dance gewesen sind. Und das ist natürlich schön. Ich habe mich sehr gefreut, so bekannte Gesichter zu sehen. Macht es aber vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber Oana sagt von sich, dass sie im Spiel auf jeden Fall eine gute Lügnerin wäre und traut sich durchaus zu, die anderen hinters Licht zu führen.
Also wenn ich eine Rolle bekomme, dann schlüpfe ich da rein und versuche wirklich 100% da reinzugehen. Und dann kenne ich gar nichts mehr. Ich kenne dann wirklich, da weiß ich für mich, wir sind keine Freunde mehr in dem Sinne oder so, obwohl ich die Menschen alle mag. Ich finde, dass wir wirklich tolle Truppe hier zusammengekommen ist. Aber das Spiel ist natürlich so der Main Focus. Und falls sie doch loyale wird, hat sie auch schon einen Plan, wie sie die Verräter entlarvt. Ich möchte ganz stark auf Körpersprache achten. Lippenbewegungen, Blinzeln, Hände. Das sind so viele minimale Bewegungen, die halt einen Menschen verraten beim Lügen. Also wenn die Menschen anfangen, so Hände zu massieren, das ist immer ein Zeichen von, ich tue mir was Gutes währenddessen, während ich lüge. Menschen blinzeln auch schneller, wenn die lügen. Pressen die Lippen zusammen. Das sind so kleine Sachen, die halt passieren einfach. Und die Atmung. Die Atmung verändert sich extrem. Und die meisten Menschen, die atmen in einem Brustkorb. Und das ist dann immer Stress. Aber eigentlich müsste man schon so eine Bauchatmung haben. Oana Nikiti scheint sich gut auf mögliche Täuschungen und Lügen vorbereitet zu haben. Mal sehen, in welche Rolle sie am Ende schlüpfen wird. Streamt jetzt Die Verräter auf RTL Plus. Hier klicken. Ihr wollt keine Verräter-News verpassen, dann vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Für weitere Einblicke in die Verräterwelt, klickt hier.